So, jetzt haben wir aber wieder die nächste Ebene. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir jetzt immer weiter nach außen gehen, wir gehen ja immer weiter nach außen, das ist keine Angst, ich weiß, ich dachte auch, was ist das denn? Wir gehen immer weiter nach außen, das ist das Buch, wir fangen jetzt das Buch schon an. Dann sind wir schon bald hier, wenn wir das Buch, das ist glaube ich auch so ein bisschen höher, das Buch geht ein bisschen so, ne? Und dann kommt ja nur noch der Kopf, oh, ich bin auch froh, wenn ich das auch fertig habe, ey, ohne Scheiß. Jetzt kommt, glaube ich, fängt das Buch an. Und das müsst ihr nicht weiß machen. Wir machen einfach nur das Buch hier so, ne? Und dann hier wird das wieder weiß und dann verschwindet das hier sowieso wieder. Das wird dann wieder ganz normal. Das ist nur ein kleiner ich-gehe-raus.de. Und dann fangen wir mal hier vorne. Ihr wisst ja, hier ist vorne. Und da fangen wir hier mal an. So, jetzt zeige ich euch jetzt mal einen Anhaltspunkt wieder. Das heißt 1, 2, 3, 4. Okay. Hier ist der Dreier. Und dann machen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4. Vier Stück hier hin. Und jetzt muss ich das euch natürlich auch so erklären, damit es auch klarkommt, ne? So, wir gehen jetzt nach oben, wir machen zwei Stück hier hin. Und dann machen wir von da aus 1, 2, 3. So, das haben wir auch noch gemacht. Dann nach links, dann nach oben, dann nach links und dann 1, 2, 3, 4. So, vier Stück haben wir gemacht, ne? So, dann sind wir hier angekommen, ne, da. Dann machen wir einen nach rechts, lassen den frei und machen wieder zwei Stück dahin. So. Dann sind wir hier erstmal hier angekommen. So. Dann gehen wir nach unten, nach rechts, nach unten. Drei Stück nach rechts. Ne? Dann lassen wir einen frei und gehen noch zwei nach da. So. Die Linie muss entstehen. So, dann gehen wir einen runter. Da ist ja auch nur einer runter. Und dann machen vier Stück hier hin. Das heißt hier runter, vier Stück hier hin und zwei Stück vorne hin. Ne? Also, wenn ihr das hier gebaut habt, drei Stück, einen freilassen, die zwei, dann runter, dass der frei ist und dann hier drei Stück hin, seht ihr ja selber und dann zwei da vorne. So, dann hätten wir das jetzt hier gebaut. Bis hierhin, tschack, oben, ne? Bis hierhin. So, die Linie haben wir sozusagen. So, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo gehe ich jetzt weiter mit euch, damit ihr auch klarkommt. So, das heißt, wir machen das anders jetzt. Wir sind jetzt hier angekommen. Das haben wir ja gebaut. So, jetzt machen wir erstmal die eine Linie bis oben hin. Das heißt, hier eins, zwei, also wenn wir hier angekommen sind, an diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Steine in der Länge. Habt ihr gemacht? Schön. So, dann haben wir 13 Steine in Länge, dann haben wir ja das hier gebaut. Das habe ich ja schon gemacht mit euch, ne? Hier, das, den Dreier, okay. Zweier. Zu sehen ist dann hier ein Zweier, da ist ein Zweier, den Einer und den hier. Also so gesehen, einer, zwei, so ne, zwei, einer, so. Das sieht man, auf jeden Fall, das haben wir gebaut, okay. Dann haben wir die Linie bis da hinten hin, 13 Stück, haben diese Treppe gebaut, bis hier in die Ecke und bis da. Bis hier hat man gemacht, ne, da so. Und jetzt denken wir uns das mal hier so weg. Das heißt, wenn ihr das hier gebaut habt, dann gucken wir von hier aus so, dass ihr nur noch das seht. Und dann gehen wir jetzt so Treppchen hoch. Das heißt jetzt, warte mal, wir machen das jetzt von da aus. Den habt ihr gebaut, den da oben habt ihr auch gebaut. So, das bedeutet, so, jetzt gehen wir von da aus. Der ist auch fertig. Okay, jetzt gehen wir den hier zurück. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück in die Länge, bis wir hier angekommen sind, ne? 7 Stück. Und dann gehen wir wieder dahin, dann gehen wir wieder nach vorne, gehen nach rechts und machen 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir den und den, die Länge haben wir. Alles klar. So, von da aus gehen wir wieder 1, 2, 3, dann nach links und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder ein nach oben, ein nach links und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wieder zurück. Dann wieder ein nach oben, ein nach rechts, links. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also das ist immer 7, wa? So, zurück. Dann wieder ein nach oben, ein nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ja immer 7. Dann wieder runter, einer hoch, einer nach links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also das ist ja immer nur 7, ne? So, wenn wir das gemacht haben, dann seid ihr hier angekommen. So, dann gehen wir wieder zurück. Dann machen wir 1, 2, 3.
Dann gehen wir 1, 2, 3 habe ich gemacht. Ne? 1, 2, 3. Den haben wir gemacht. Das war der 7er, ne? Ja, bis hier, ne? 7er. 1, 2, 1, 2, 3. So, jetzt müssen wir einfach nur. Dann gehen wir 1, 2, 3, 4. Also das sind ja 4. Da ist ja hier, diesen haben wir ja schon gebaut, den lang. Und dann machen wir einfach nur 1, 2, 3 und dann ziehen wir den da drüber. So, dann sind wir jetzt, hätten wir jetzt hier sozusagen noch ein Kästchen. Dann würde ich sagen, wir machen dann hier so, dass wir hier außen die beiden, der ist ja auch dann schon gebaut gewesen, die beiden machen wir jetzt hier. Da macht er einfach einen runter, seht ihr ja selber, einfach einen runterklatschen. Zack, wenn ihr das gemacht habt, so, machen wir zwei Stück hier hin. Den knallt er noch eben hin und dann machen wir von den beiden hier aus. Ziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind beide gleich. Sechs Stück, die beiden. Ne? So gesehen, zwei Sechser. Dann haben wir schon die Treppe hier fertig. Dann sieht das, müsste das so aussehen. Ja. Verschnupft auch noch wieder ein bisschen. Ey. So. So muss es dann aussehen, innen drinne. Da könnt ihr hier noch, das ist ein Zweier, ein Zweier, ein Dreier, ein Dreier, ein Dreier, 1, 2, 3, 4 und ein Zweier. So, innen drinne hohl, ne? Hohl wie eine Bassgeige. So, dann sind wir jetzt hier, hätten wir das jetzt hier so gebaut. Das ist die Ecke. So müsste sie dann aussehen. So, dann kommen hier drei Stück wieder hin. Also das Weiße, wenn ihr das jetzt, das sieht man, das wird natürlich ausgejodelt, ne? Deutsch. Aber ich wollte das jetzt nur so jetzt, damit ihr auch seht, das sieht man dann, ne? Und das wird auch ausgenudelt, ne? Also nicht weiß machen, sondern hier auch mit Steine. So, jetzt haben wir die Ecke bis hierhin gebaut. So. So, dann machen wir hier weiter. Hier oben machen wir vier Stück hin. Dann gehen wir zurück zu den beiden da, die wir gebaut haben. An der Außenecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück. So, und von da aus dann gehen wir 1, 2, 3 hoch und fertig. Ja. Ja, haben wir schön gebaut, ne? So, das kann ich also so wegmachen. Das kommt ja alle durcheinander. Dann haben wir hier gebaut. Bis hierhin. Hoch. Dann geht er zurück. Dann gehen wir runter. Und dann 1, 2, 3, 4. Runter. 1, 2, 3. Runter. 1, 2. 1, 2. Wieder unten, ne? Dann wieder runter. Dann 1, 2, 3. Runter. 1, 2, 3, 4. So, von da aus dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann wieder nach links, 1, 2, 3, 4. Nach rechts, 2. Nach rechts, 2. Und dann 1, 2, 3. Runter, ein Zweier und runter, ein Dreier. So, dann wieder runter, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann nach oben, drei Stück hin, einmal nach unten, vier Stück dahin. Und dann hoch, Zweier. Und dann 1, 2, 3. Dann nach rechts, einer, nach oben, einer, nach rechts. Und dann müsste er schon wieder da angekommen sein. Und dann, wenn wir hier nach rechts gegangen sind, 1, 2, 3, 4. Und dann sind wir, glaube ich, hier wieder am Ausgangspunkt angelangt. Das heißt, hier, wo wir Zweier gemacht haben, einer freigelassen, wieder Zweier. Und dann ging das so ab. So, das sieht jetzt so ein bisschen komisch aus, aber wie ich schon sagte, das ist jetzt hier, hier fängt das Büchlein an. Also, baut das so weit, ne? Das war, glaube ich, wieder ein längeres Let's Play. Oh, 10 Minuten fast, ey. Ich steigere mich wieder, aber nein, das wird ja gleich wieder kürzer. Das ist nur wegen des Geschnörkle mit dem Buch. Das wird jetzt immer, bis wir wieder an die gleiche normalen Reihenfolge sind. Also, baut das erstmal und wir sehen uns dann wieder bei Play Sample.